Und da sind wir wieder bei Let's Play Brothers in Arms, Hell's Highway. In der letzten Folge haben wir ja das schöne Intro gesehen. Wir haben in dem Krankenhaus gekämpft und sind jetzt hier bei dem Farmhaus und wollen uns jetzt mal ansehen, was da so vonstatten geht. So. Hier kann man halt Zielübungen machen und vor allem die Arbeit mit dem Squad, das wir jetzt bei uns haben, hat man vorher Squad, nicht. regroup! Das ist ein Feuer MG-Team. Später kann man noch einen Assault, also Angriffstrupp und einen Feuertrupp haben. Hier kann man Munition ausfordern. Und natürlich halt natürlich auch keine Hinweise, für irgendwas machen können. Ist halt authentisch. Mäh. Mäh. So, Strom funktioniert. Und dann werden wir mal loslegen. Hello, I am Nicholas and I will try to be of help. Here I have prepared a map. It is not a lot, but I managed to find some German positions. Quick, we haven't much time. Whoa! He speaks good English. Yes, I do. We must be very careful. There are Germans on the other side of that wall. Now I must get back to my soldier. He wants to run away and fight very badly, and if I don't return home soon, I'm afraid he will do exactly that. Good luck, Sergeant Baker. Also, wir müssen mal ausrüsten. Wir haben 1 Garan, 1911 und Thompson. Cover us over there. So. Okay, moving. I'll be there in a minute. Gucken. 1. Set up there. Go in there. Give us some cover from over there. Da haben ist noch die Granaten anzüglich geblieben. Jetzt werfen wir mal ein Granatchen hin. Dann werdet ihr jetzt auch sehen, dass das wirklich die englische Version ist. Das gibt's in der deutschen Version nicht. Oh, den hast du aber gut zerfetzt. Und jetzt heißt es. We got more Germans. Und fahren voll zur Arbeit. So, ein 1 auswählen. Na, will ich auch gar nicht wieder hier drüber. Cover me, reloading! Alright, let me ohne Deckung. Hier noch okay, die Feste setzen. Die muss K98. Das einfach viel mehr Damage macht als wie die anderen Waffen. So. So, war knapp. So, ich werde die auch nachher sehen. Jetzt können wir aber erstmal hier zur Thompson wechseln. Wir fallen den jetzt in die Flanke schon. Nachladen. Ist nicht mehr in Ordnung. Jetzt gehen wir hinten rum. Hinten rum. Und fallen den ebenfalls in die Flanke. So, der. So einfach ist das. So wird es einfach das ganze Spiel überlaufen. Flankieren, festnageln, flankieren. Und dann abknallen. Warum ich das K98 das benutzt habe, werdet ihr jetzt gleich sehen. Kilroy Wars hier. Ja, im ganzen Spiel sind überall in jedem Level 3 Kilroys versteckt. Beim ersten Durchspielen habe ich schon einige gefunden, die ich euch dann auch noch zeigen werde und werde dann versuchen, natürlich auch die restlichen zu finden. Also, wir gehen jetzt dann hier in die Mühle. Meistens ein Schuss, ein Treffer hier tödlich. Wie ihr hier seht. Und im Einser wollte ich hier lange sitzen. Ja, wenn man treffen würde, heißt es. So. Nachladen. Scheiß Windmühlenflügel. Der ist down. Der ist down. Mist, ausgerechnet jetzt muss ich nachladen. Verdammt, nein, egal. Jetzt kommt zu Thompson und werden wir uns den jetzt greifen. Weil einer ist nicht besonders stark. Das wird zu uns rufen, bitte. To
deploy over there. Solarpost hier muss ich den bösen Buben da erledigt habe. Sehen, was er jetzt. Da hat er sich verkrochen. Kein besonders gutes Versteck hier. Quick, set up there. Was denn mal da? Ja. Jazz! I want heavy fire on that MG! Ihr könnt doch schon MG42 und wir werden uns jetzt hier anfügen, wird sie sehr geschickt verbrochen. Da hat Strom verbrochen. Okay. Hier in die Deckung gehen. Oh, wir haben uns die Makrane nehmen. Wir sind ins Haus geflüchtet. Auch kein Problem. Ansonsten. Dann werden wir uns die mal krallen. Nicht schreien. So. D. Das war es schon. Was müssen wir halt oben noch sichern? Das. MG42 ausschalten. Und einer. So. Das war's. Hier ist schon, hier ist der nächste Killroy. Habe ich schon gefunden, wie ihr seht. Und jetzt kommt MG-Action. Aber erst muss man hier aufpassen. Jetzt nehme ich schon wieder zwei. Also wenn man es kann, ist eigentlich authentisch eigentlich kein Problem. So, aber eigentlich kann dann. Jetzt müssen wir hier den deutschen Gegenangriff halten. Kurzer Feuerstoß immer am besten, was uns das klappt zu sehr. Nachladen. Nicht gut. Deckung gehen. Jetzt können wir nachladen. Weil wenn der Bildschirm rot wird, ist es meistens nicht gut. Jasper! Nein! Ich bleib da, verdammt. Scheiße. Komm. Also. Und ich muss den Part hier beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. An dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.